Salon Culture, Culture Action Europe Podcast. Welcome to the second Culture Salon podcast, where we discuss at Culture Action Europe policy developments with politicians, policymakers, members, partners, friends of Culture Action Europe. Today, I will be speaking with Mrs. Petra Kammer-Ebert, who is the chair of the Culture and Education Committee at the European Parliament. I'm Catherine Hyde, Acting Secretary General of Culture Action Europe. Frau Kammer-Ebert, danke für das Interview und das Gespräch heute. In früheren Überlegungen zu Bildung hat man vor allem auf die sogenannten STEM-Fächer geschaut. Man glaubte, man müsse eher schauen, was gegebenenfalls für den Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktintegration wichtig sein könnte. Also eher die Naturwissenschaften, Mathematik, Technologie, Industrie. Und jetzt beobachten wir zumindest in der Zivilgesellschaft zunehmend diese Forderung nach STEAM, also mit dem Arts, den Künsten da rein. Und man spricht von interkultureller Kompetenz und von multidisziplinären Ansätzen, kritischem Denken, Kreativität. Wie denken Sie über diese Entwicklungen, vielleicht auch im Rahmen der digitalen Revolution, wo man sagt, da brauchen wir auch die Stimmen der Philosophen, der Künstler. Und sehen Sie diese Überlegungen in der Zivilgesellschaft auch reflektiert im politischen Denken, im politischen Handeln? Also ich glaube, beides ist gleichermaßen wichtig und notwendig. Ich glaube, wir brauchen ein Bildungssystem, was sowohl die mathematischen, naturwissenschaftlichen Bereiche vernünftig abdeckt und hier vernünftige Lehre auch anbietet. Wir brauchen aber genauso eine ausgebaute Bildung im Bereich von Kultur und Künsten. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis sich zunehmend durchsetzt. Wir wissen aber auch, dass unsere Bildungssysteme überall in Europa natürlich sehr schwerfällig auch sind und dass es deshalb auch noch ein bisschen, ich sag mal, gesellschaftlichen Umdenkens braucht. Ich glaube, es muss zunehmend verstanden werden, dass Bildung schlicht und ergreifend auch ein Wert an sich ist und es nicht alleine nur um die Arbeitsmarktfähigkeit von Menschen geht, sondern dass es darum geht, sie zu vollständigen, kritischen Mitgliedern einer Gesellschaft auszubilden. Und ich glaube deshalb, dass es auch notwendig ist, dass wir auch in unseren Lehrplänen in allen europäischen Ländern die Auseinandersetzung und die Bildung im Bereich Kunst und Kultur deutlich ausbauen müssen. Wir müssen aufhören, so zu tun, als ob ein Besuch eines Museums oder der Besuch eines Theaterstücks oder eines Kinofilms Unterrichtsausfall ist oder irgendwas, weil den Lehrern nichts Besseres einfällt, sondern das integraler Bestandteil auch unseres Bildungssystems wird. Und weil die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur und Kunst und Kultur sind immer auch Ausdruck einer Auseinandersetzung mit Gesellschaft. Und ich finde, das müssen junge Menschen auch lernen, sich mit Gesellschaft auseinanderzusetzen und eben einen breiteren Blick auch zu entwickeln und hier auch stärker interdisziplinär zu arbeiten. Das ist eine Forderung, eine Ansicht, die wir durchaus vertreten. Danke für diese Überlegungen. Auf europäischer Ebene werden ja Anstöße gegeben, auch dann in der Hoffnung, dass die nationalen Ebenen das so auch mitdenken und weiterdenken in ihrem Kontext. Es wurde ja vor einer Weile eine Kommunikation zur Stärkung der europäischen Identität, in diesem Fall ist es Identität, durch Bildung und Kultur, das wäre dann vielleicht ein Bereich dessen, was Sie gerade angesprochen haben. Wie stehen Sie zu dieser Kommunikation? Also ich glaube, das ist wirklich eine sehr wichtige und auch notwendige Mitteilung, die Kommission da herausgegeben hat, weil offensichtlich auch die Kommission inzwischen begriffen hat, dass es im Bereich der Bildung eben nicht alleine nur um Arbeitsmarktfähigkeit geht, sondern es vielmehr auch darum geht, ich sag mal, ein Stück weit diese Europäische Union auch zusammenzuhalten. Und Jacques Delors hat ja mal gesagt, einen Binnenmarkt kann man nicht lieben. Und ich glaube, das ist genau richtig. Ich glaube, wir brauchen in dieser Europäischen Union auch mehr, mit dem man sich schlicht und ergreifend auch als Bürger dieser Europäischen Union identifizieren kann.
Und ich glaube, dass gerade der Bereich der Kultur da ein ganz gutes Mittel sein kann, um eine solche Identifikation herzustellen. Bei allen nationalen Unterschieden, die wir natürlich nicht gleich machen wollen, sondern Einheit in Vielfalt, ist ja das Motto, was uns alle verbindet und was das große Motto der Europäischen Union ist. Das gilt es auch zu schützen und zu bewahren, weil ich glaube, die kulturelle Vielfalt ist schon ein großes Fund auch der Europäischen Union, mit dem man wuchern kann. Aber über Kultur kann eben halt auch eine gemeinsame Identität entstehen. Zumindest hoffen wir das alle. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, dass die Kommission auch mit dieser Kommunikation genau diesen Blickwinkel stärker in den Mittelpunkt rückt. Das heißt, Sie glauben, dass die Diversität einen gemeinsamen Referenzrahmen darstellen kann für eine europäische Identität? Ja, natürlich, weil bei allen Unterschieden, die wir in der Europäischen Union in kulturellen Ausdrucksformen, auch in Bräuchen, in unterschiedlichen Ausdrucksformen auch von Kunst und Kultur haben, hat das doch immer auch gemeinsame Wurzeln. Das ist natürlich die gemeinsame Wurzel, die uns alle in der Europäischen Union verbindet, ist natürlich sowas wie Aufklärung beispielsweise. Die Überzeugung davon, dass der Mensch ein vernunftgeleitetes Wesen ist, dass seine Zukunft, hoffentlich, dass seine Zukunft selber in die Hand nehmen kann und auch selber gestalten kann. Und unsere Gemeinschaft baut ja auch auf gemeinsamen Werten auf. Und diese Werte spiegeln sich natürlich immer auch in Kunst und Kultur. Und wie gesagt, Kunst und Kultur ist, glaube ich, auch immer eine Form der Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Realität. Und das jungen Menschen nahezubringen und das auch deutlich zu machen, dass ich auch eine kulturelle Identität in meiner Region, in meiner Heimatstadt haben kann, aber trotzdem auch eine kulturelle Verwurzelung in einem gemeinsamen Europa haben kann, dass das kein Widerspruch ist. Ich glaube, das muss man heute sehr viel stärker auch deutlich machen. Früher war das, glaube ich, relativ selbstverständlich oder selbstverständlicher, als das heute im Zuge von Populismus und nationalistischen Tendenzen ist. Und deshalb, glaube ich, muss man das vielleicht auch stärker ein bisschen in den Mittelpunkt rücken, dass beides zusammengeht und dass es kein Widerspruch ist, dass man sich in Europa zu Hause fühlen kann, aber deshalb nicht seine Heimat verleugnen muss. Wenn Sie sich die Lehrpläne anschauen, ganz konkret mal gesehen, wenn man versucht, trotz der Diversität einen europäischen Lehrplan zu entwickeln im Bereich der Kunst, der Kultur. Es gibt ja Versuche auch des deutsch-französischen Ansatzes. Glauben Sie, dass das möglich ist? Und sind die Lehrpläne Ihres Erachtens europäisch genug? Oder sind sie divers und das ist auch okay so? Naja, die europäischen Lehrpläne sind sicherlich natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch okay, dass das so ist. Worum es aber, glaube ich, geht, ist, dass man versucht, zumindest bei aller Subsidiarität und bei allen, ich sag mal, nationalen Zuständigkeiten im Bereich der Bildung, sowas wie gemeinsame Zielsetzungen zu entwickeln. Wie die dann ausformuliert werden, das kann dann wirklich jedem auch selber überlassen bleiben, weil wir wissen ja auch, wir haben sehr unterschiedliche Schulsysteme und insofern lassen sich Lehrpläne natürlich auch nicht, ich sag mal, so vereinheitlichen, dass das dann für jedes Schulsystem auch passt. Insofern muss man da auch ein bisschen flexibel sein und wie gesagt auch die Subsidiarität achten, die mir da auch ein hohes Gut ist. Aber ich glaube, man muss schon sagen, wir wollen uns da auf gemeinsame Zielsetzungen vereinbaren. Zum Beispiel auf die Zielsetzung, dass eben der Bereich Kunst, Kultur, Bildung in diesem Bereich, dass das eine sehr viel größere Rolle spielt. Ob das dann in einem eigenen Fach passiert oder ob man sagt, man macht das eher fächerübergreifend mit einem horizontalen Ansatz. Auch das wäre ja durchaus eine Möglichkeit. Also ich erinnere mich an meine Schulzeit, da war Kunstunterricht, ich fand das immer ganz schrecklich, weil da musste man Bilder malen und ich konnte nur nicht malen und das fand ich jetzt irgendwie nicht den richtigen Ansatz. Ich bin aber immer sehr gerne, wenn wir im Deutschunterricht, wir haben das oft gemacht, dass wir ins Theater gegangen sind mit der ganzen Klasse. Das fand ich zum Beispiel, das fand ich klasse. Das heißt, dass man da vielleicht auch was die
Art und Weise des Vermittelns von Kunst und Kultur angeht, vielleicht da auch ein bisschen neue Wege gehen kann. Und ich glaube, da kann uns auch ein Stück weit die Digitalisierung helfen, weil die natürlich auch Zugänge zu Kunst und Kultur schaffen kann, ohne dass man jetzt durch die Gegend reisen muss beispielsweise. Mhm. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Fantasie gefragt, wie man das heute vermitteln kann und vielleicht auch vermitteln sollte, ohne dass man jetzt von allen Kindern verlangt, dass sie jetzt unheimlich gut zeichnen und malen können oder ein Instrument spielen oder was auch immer. Mhm. Also das war so meine Erfahrung. Ich fand das immer ganz schrecklich. Ich konnte nicht singen, ich konnte nicht malen. Deshalb fand ich die beiden Fächer immer ganz schrecklich. Heute stellen wir aber fest, dass diese beiden Fächer beispielsweise in den Schulen kaum noch angeboten werden. Mhm. Höchstens mal als Arbeitsgemeinschaft oder so. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Und da nicht die Lehrpläne einheitlich zu gestalten, sondern sich auf gemeinsame Zielsetzungen zu verständigen. Und dann soll jeder das so umsetzen, wie das für sein Schulsystem passt und wie er das für richtig und vernünftig hält. Für seine Schüler, wie das eben diese Schüler ansprechen kann. Ja. Sie sprachen die Kreativität an und das nach vorne schauen. Wir stehen ja an einem Punkt in der Europäischen Union, wo wir wirklich nach vorne denken müssen, über Veränderungen nachdenken müssen, wie können wir das alles, unser gemeinsames Projekt, nach vorne treiben. Wir haben ja auch im nächsten Jahr dann die europäischen Wahlen, wir haben also ganz viele Entwicklungen zurzeit, die wir beobachten. Welche Initiativen sehen Sie denn gerne, wenn Sie träumen dürfen oder vielleicht auch ganz konkret, bleiben konkret, was würden Sie gerne sich entwickeln sehen im Bereich der Kultur, der Kunst, gegebenenfalls auch der Bildung? Also zur Bildung habe ich, glaube ich, schon eine ganze Menge gesagt. Ich glaube wirklich, dass kulturelle Bildung sehr viel stärker in den Mittelpunkt auch von Bildungspolitik gerückt werden muss und auch von einer europäischen Bildungspolitik, sofern man davon reden kann, weil das ja ein Bereich ist, wo wirklich die Zuständigkeit auch in den Mitgliedstaaten liegt. Ich glaube, wir müssen uns auch darüber unterhalten, wie gewährleisten wir denn jenseits auch von Schule und Ausbildung den Zugang zu Kultur. Wir wissen, dass insbesondere in den Kommunen, aber auch in vielen Mitgliedstaaten die Haushalte natürlich so aussehen, dass man finanziell so unter Druck steht. Und wir wissen auch, dass Kultur in der Regel das Erste ist, was unter solchen Haushaltssituationen leidet. Dass Museen geschlossen werden, dass Eintrittspreise erhöht werden müssen für Opern, für Theater, die ja immer noch hoch subventioniert sind, was auch, glaube ich, richtig ist. Und deshalb glaube ich, dass wir uns auch Gedanken darüber machen müssen, wie wir den Zugang zu Kultur sicherstellen, auch für Menschen, die eben halt nicht das Geld haben, jeden Monat ins Theater zu gehen oder sich einen Museumsbesuch leisten zu können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir machen dazu gerade auch einen Bericht im Europäischen Parlament, im Kulturausschuss. Welche Hürden gibt es eigentlich beim Zugang zu Kultur? Das können finanzielle Hürden sein. Das sind aber auch Hürden im Verständnis oder im Zugang zu Kultur. Darüber müssen wir uns, glaube ich, verstärkt Gedanken machen. Und ich habe schon die Digitalisierung angesprochen. Die könnte natürlich auch einen besseren und leichteren Zugang zu Kultur schaffen. Dafür bedarf es aber, glaube ich, auch ein paar gesetzgeberischer Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich des Urheberrechts. Zu nennen ist da, wie gehen wir zukünftig mit der Bildungsschranke um, also mit dem, ich sag mal, freien Zugang zu Bildungsinhalten auch im Internet. Wie müssen wir da das Urheberrecht gestalten, dass das weiterhin möglich ist? Wie versuchen wir die Digitalisierung auch zu nutzen, um Zugang zu unserem gemeinsamen kulturellen Filmerbe beispielsweise zu schaffen? Da sind solche Debatten, wie wir sie jetzt gerade geführt haben, über das Geoblocking vielleicht, ich sag mal, nicht unbedingt sehr hilfreich, um da einen Schritt nach vorne zu kommen. Natürlich müssen Künstler und Künstlerinnen für ihre Arbeit bezahlt werden und sie müssen angemessen bezahlt werden, weil sonst gibt es zukünftig keine Kunst und Kultur mehr. Ja. Aber wir müssen gucken, wie wir hier die Balance tatsächlich hinkriegen, gerade im Bereich der Gesetzgebung, der Rechtsetzung,
dass beides möglich ist. Auf der einen Seite den Zugang zu gewährleisten und den Zugang vielleicht auch für die Menschen zu erleichtern, die den nicht so unmittelbar haben. Und auf der anderen Seite aber natürlich sicherstellen, dass Künstler Geld verdienen können, damit es zukünftig auch noch Kunst und Kultur gibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir stehen. Und das sind ganz, ganz schwierige Auseinandersetzungen, auch auf politischer Ebene, weil es dann natürlich auch um sehr unterschiedliche Interessen geht. Auch das muss man natürlich dazu sagen. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, die wir wahrscheinlich nicht nur in der nächsten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments zu bewältigen haben, sondern auch noch weiter darüber hinaus, weil Technik bleibt nicht stehen, wie wir wissen. Ja, und dann auch auf internationaler Ebene schauen, ja, wie man das anpacken kann. Dann klingt das nach viel Arbeit, spannender, ja, Arbeit. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Kammer-Ebert. Gerne. Thank you for joining us, everybody, and stay tuned for the third and last podcast of this Culture and Education Series. Thank you.